Die situative Wahrnehmung zu schulen ist eine ja sehr große Aufgabe jedes Volleyballtrainers. Und hast du vielleicht, während du selbst mal gespielt hast im Volleyball, mal gegen bessere Mannschaften gespielt, gegen erfahrenere Mannschaften gespielt? Und hast du mal selbst die Erfahrung gemacht, dass egal was du machst und wo du den Ball hinspielst, da steht schon jemand, da ist schon jemand, der bekommt den Ball und du spielst wie so eine gegen so eine Gummiwand. Das ist eine Situation, die ja durch Erfahrung eigentlich herbeigerufen werden kann in den Teams. Oder aber du als Trainer kannst das beschleunigen in deinem Team, indem du deinen Spielerinnen und Spielern eben beibringst, in der entsprechenden Situation an eine ganz bestimmte Stelle zu schauen, um dort ganz bestimmte Informationen aufzunehmen, die dir dann helfen, ja, etwas zu leisten, nämlich den Ball zu bekommen oder zu spielen und den Gegner mehr oder weniger in den Wahnsinn zu treiben. Wir müssen hier unsere Spieler dahin bringen, dass wir sie blickmotorisch ausbilden. Wir müssen ihnen also sagen, wann sie wohin gucken sollen und ja, wie dieser Blick erfolgen soll. Also Blicksprünge sind hier ein Begriff, der hier eingeführt wird. Und das bedeutet, ich kann an bestimmten Stellen etwas wahrnehmen. Ich kann also zum Zuspieler gucken. Ich kann zum Block gucken, wenn ich Angreifer bin. Das sind zwei verschiedene Stellen, die mehrere Meter auseinander liegen können auf dem Feld. Aber ich will zwischen diesen beiden Positionen, wo ich hinschaue, nicht irgendeine langweilige und langsame, vor allen Dingen Nachfolgebewegung machen. Ich will einen Blicksprung machen. Das heißt, hier den Zuspieler geht sehen und dann zack, sofort rüber mit dem Blick zum Blockspieler. Das wäre ein Blicksprung, ein Beispiel für einen Blicksprung. Solche Dinge müssen geschult werden. Das kann man sehr einfach machen und vor allen Dingen kann man im Ergänzungstraining eine Reihe von Dingen im Hinblick auf Bewegungswahrnehmung, peripheres Sehen und auch Blicksprüngen bereits machen. Und das ist deine Aufgabe als Trainerin und Trainer, denn diese Möglichkeiten auszuschöpfen heißt, dass man sie im Anwendungstraining sehr gewinnbringend einsetzen kann. Und in den nächsten Lektionen gibt es mehr dazu.